Gut. Werden wir mal in unseren Büro gehen? Und dann mal schauen, was Neues gibt. Die Hütte relativ voll. Buddy, there you are. Hey, this cat owns the place. Laszlo taugt's auch. Da bin ich ja froh. Gut, Leute. Jetzt sind wir mal im Büro. Ja, wir haben heute diese Woche eine neue Eventwoche gestartet. Ich glaube, wir werden mit Lobby fahren. Wo haben wir unsere Ruhe? Von der ganzen. Im Untergeschoss. So, wie gesagt, wir haben eine neue Eventwoche erhalten. Das heißt, wahrscheinlich wieder neue Fahrzeuge. Aktion, wahrscheinlich. Schauen wir mal. Oder legendäre Motorsport einmal. Da ist einmal der Begasi. TCR-Akt. Der Begasi TCR-Akt in Aktion. Statt 2.825.000 nun 1.695.000. Also fast 1 Million. Dieses Mal billiger. Ist er da? Was haben wir noch? Haben wir noch? Welche Fahrzeuge? Der Anis Silvestra. Ja. Statt 900 jetzt 693. Der DBRG Wagner 1.535.000 jetzt 1.074.500. Der Nagasaki Jodoro, da würde ich jetzt zuschlagen, weil um den Preis glaube ich, wird es nie wieder kriegen. Statt 2.300.000, warte mal, das muss man jetzt größer machen. 2.225.000 kostet normal und jetzt auch wieder fast 1 Million billiger. Also da würde ich diese Woche wirklich zuschlagen. Ja. Der das Motorrad noch nicht besitzt. Aber wie gesagt, man kann es natürlich auch billiger Variante nehmen. Aber wenn ihr so Premium-Rennen oder was machen wollt, was Geschwindigkeit braucht, ja, es gibt ja die Premium-Rennen, dann würde ich es raten, dieses Motorrad diese Woche sich zu gönnen. Was ist da noch? Was in Aktion? Wie gesagt, ich möchte euch einmal eine Anfrage starten. Wenn die GTA News, die ich mache, ob die ja, langgezogen sind. Es gibt YouTuber natürlich, die gerne auch so Informationsvideo raushauen. Ich will jetzt keine Namen nennen. Ja. Gott behüte. Ja, für das bin ich nicht zuständig. Ich bin halt einer, der was halt was euch das zeigt. Ja. Und da kann schon mal durchaus sein, dass ein Video, ja, unter Umständen 30 Minuten oder 20 Minuten dauert, nicht 5 Minuten. Ja. Es gibt YouTuber, ja, es ist eine neue Eventwoche gekommen, drei neue Dingsbums haben wir gekriegt, ja, und das und das, ja, und das war's. Okay. Ich weiß genauso wie vorher. Kann es möglich sein, dass meine Videos natürlich dann ein bisschen länger dauern.
Ja, statt 4 Minuten 30, 40 Minuten, ja. Ja, wie gesagt, ja, ich zeige halt lieber alles. Ja, ich zeige auch, was es zu finden habt, ja, was es suchen müsst, ja. Und ja, Baggersee Vortex und der San Andreas, glaube ich, war das. Na, San Andreas, super Autos, komm. War noch keiner Spaß. San Andreas. Ja, falls meine Videos zu lang sind, für diejenigen, braucht es ja nicht unbedingt anschauen. Ja, weil ich habe jetzt im letzten Video einen Kommentar gehabt. Hat der eine geschrieben, ja, deine Videos sind so lange und der eine XY-YouTuber macht es in 5 Minuten. Ja, bla 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 bla. Ich muss da ganz was ehrlich jetzt sagen. Schöne Grüße an dich, aber nach dem XY-YouTuber kenne ich mich überhaupt nicht aus. Ja. Ich nenne aus Datenschutzgründen keine Namen. Ja. Weil es ist ja wunderschön, wenn er Bilder zeigt und alles. Aber ich zeige es auch, wo es es findet. Ja. Na klar, Mann, nach 5 Jahren geht der auch. Wisst ihr natürlich schon, wo und das ist. Das ist ja logisch. Aber jetzt müsst ihr euch vorstellen, da draußen gibt es noch immer auch. Die fangen jetzt erst an mit GTA 5. Ja, bitte nehmt einmal Rücksicht auf diese Leute. Ja, was macht heute, wenn einer zum Beispiel ein 8-Jähriger zum Beispiel heute zum Libro geht oder den Medienmarkt und kauft sich heute das Premium-Paket? So, puh. Der hat keine Ahnung, wo der Pegasi Vortex ist. Ja, einer, der was natürlich seit 5 Jahren dabei ist, der sagt da, bei San Andreas, San Autos, super Autos. Ja, der legendäre Motorsport oder was weiß ich alles. Nicht? Aber nehmt einmal auf Rücksicht auf die anderen auch. Ja, ich bin heute ein bisschen scharf, weil die Kommentare, die sind wirklich ein Wahnsinn. Nicht? Aber gut. Wie gesagt, der Pegasi Vortex ist auch in Aktion. Statt 356, 213, 600. Ja. Und einsteigen tue ich mich auch nicht. Ja, weil. Leute, ich steige mir sicher nicht rein. Ja. Wie gesagt, dann auch das nächste Motorrad. Western Cargo Güle oder wie man das sagt. Ja. Da müsst ihr noch irgendwas erfüllen, glaube ich. Dann habt ihr es, glaube ich, zum Einkaufspreis. Ja, da müsst ihr irgendwas erreichen. Du musst folgende Voraussetzungen erfüllen, um dieses Fahrzeug zum Einkaufspreis zu bekommen. Erreiche die benötigte Sponsorenstufe in der Arena-Karriere. Das sagt ja auch keiner dazu von den YouTubern, nicht? Die sagen nur, ja, das ist in Aktion, passt. Ja. Und ich sag sogar dazu noch, nein, Freunde, da musst eine besondere Sponsorenstufe in der Arena erreichen. Ja, das sage ich noch dazu. Aber jeder andere YouTuber, ja, das ist jetzt in Aktion, 63 und 84, und das kannst du zwei verschiedene aussuchen, Karakül, Vintage und Karakül an, so kriegst du um 63 und 64, 84. Aber diesen Text interessiert ihm schon wieder gar nicht, dass er dazu sagen muss, dass er eigene Sponsorenstufe brauchst. Gut, ich sag's dazu. Weiß ich nicht, welche Sponsorenstufe du musst in der Arena-Karriere schauen. Ja, das weiß ich leider nicht. Ja, ich habe mich nicht so beschäftigt mit der Arena. Ich gebe es ganz ehrlich zu. Entschuldigung. Da weise ich auf die Kollegen YouTube hin. Auf die Fanatiker. Ja, gut. Also, ich gebe ehrlich zu, ich habe mich mit dem nicht so beschäftigt. Ja. Bitte um Informationen auszuholen bei die Kollegen YouTube. Aber wie gesagt, bitte nicht böse sein, dass ich da nicht so visuiert bin. Ja, mit der Thematik Arena. Entschuldigung, ich habe auch andere Sorgen. Nicht nur die Arena war bei YouTube.
Gut. Ich habe mir noch was zum Ding genommen. Gut, was haben wir da noch? Haben wir da noch was in Aktion? Ja, zwei. Na, endlich. Wenn's munter. Der MTL Tenun. Ja. Ist auch eine Aktion. Ist nicht, wie gesagt, das haben wir da schon. Wie gesagt, da müsste auch wahrscheinlich was auf der Arena. Nur Erfüllung in der Arena, dann braucht es gewisse Stufen. Haben wir sonst noch was in Aktion? Da eigentlich nichts mehr. Gut, dann können wir gleich den nächsten Charakter Arena, werden wir die Woche nichts mehr haben, glaube ich. Ah, das war ja vorige Woche. Eh klar. So, was haben wir noch? Rostock. Rostock. Oh, da Presse 1. Das ominöse Fahrrad muss jetzt da wieder etwas erfüllen. Ja. Warte mal, da muss ich jetzt kurz ausstellen, warum geht das nicht weg da bei mir? Hat das schon wieder einen Hänger? Okay. Oh, mein PlayStation-Spirälchen. Macht mein PlayStation schon wieder Spirälchen? Gut. Schließe die mobile Operation Arbeitskampf als VIP-CEO oder MC-Präsident ab, um dieses Fahrzeug zum Einkaufspreis zu erwerben. Also du musst eine mobile Operation, sprich Arbeitskampf als VIP-CEO oder MC-Präsident abschließen, dann kannst du dieses MK1 oder Opressor oder wie auch immer, da heißt um den Einkaufspreis diese Woche erhalten oder du zahlst Länge mal Breite 2.114.700. Ja, dieses müsste es auch hier bedenken. Bedenken, also du müsstest so eben erfüllen und dann kannst du es eben um den billigeren Preis eben erwerben. Da ist sonst eh nichts mehr. Mace fängt schon mal an. Ich glaube, die Clubhäuser sind das Wochen wieder. Ah, doch nicht. Doch nicht. Warte mal. Da was in Aktion. Pausen. Auch nicht. Die Hanger. Auch nicht. Na dann, tschüssi. Was haben wir noch gekriegt? Wir haben neue Simon, Simon gekriegt. Ah ja, da sind sie rückführen. Das waren die letzten drei, also Radikalkur. Radikalkur haben wir das letzte Mal gehabt. Schwere Last
Und jetzt haben wir heute zwei bekommen. Ja. Die haben wir heute neu zusammen bekommen. Sind wir bald da, haben wir heute bekommen. Und so. Also schwere Last, ja, haben wir bekommen. Heute zwei und sind wir bald da. Ja, also nochmal schwere Last. Ja. Geht ja heute zwei und sind wir bald da. Haben wir heute neu bekommen. Was haben wir sonst noch? Irgendwas haben wir dann auch, glaube ich, gekriegt. Da weiß ich nicht, wo das jetzt genau ist. Ich glaube. Und dann Gegnermodus haben wir auch was gekriegt, glaube ich. Das ist. Weil irgendwas haben wir heute gekriegt, wo wir auch doppelt dreimal Geld kriegen. Aber nur weiß ich jetzt nicht, was das jetzt genau war. Nee. Dann war es unter Last Man Standing. Irgendwas haben wir heute noch gekriegt. Capture, weil kann ich nicht spielen. Da ist auch nicht. So, das sind die Arena. Zielschirmstand drinnen haben wir auch nichts gekriegt. Deathmatch nochmal. Capture. Aber dann unten wieder Kämpfe. Ja, genau. Da haben wir diese Woche unter Überlebenskämpfe dreimal Geld. Also dreifacher Geldbetrag. Schrott und Knochen. Del Perro Bio Überlebenskampf. Ja. Dann Fabrik in nirgendwo. Ja. Überleben in Legion Square. Überleben in Macebank. Verarbeitet, ja. Überleben auf dem Betriebshof, überleben im Sand und im Sägewerk. Ja, da können Sie euch diese Woche austoben bis zum 8. Mai. Ja, da gibt es einen dreifachen Geldbetrag. Gut. Nutzt, wie gesagt, wieder, wie ich immer sage, diese Chancen, die ihr wieder bekommen habt, diese einmaligen und irgendwas in eigener Sache. Ich mache gerne Videos, ich mache auch gerne GTA-Videos. Auf meinen Kanal. Und so Kommentare kommen wie zum Beispiel, ja, es gibt YouTuber, die machen kürzere Videos, dann schaut euch bitte diese Videos an. Ja. Vielleicht bin ich zu ausführlich für meine Videos, ja. Ja. Ich zeige gerne auch, ja,
Eventwochen, ja, was Neues gibt. Also wir können da durchaus gerne auch mal einen Job anspielen. Ja. Das ist für mich kein Problem. Ja, also wir haben diese schwere Last bekommen, also wenn wir das jetzt anspielen auch. Aber wie gesagt, wenn so Kommentare kommen, ja, es gibt YouTuber, die machen kürzere Videos, ja, dann schaut euch bitte diese Videos an bei denen, ja. Ja. Und ja, die machen vor 15 Videos und das Beste nehmen sie. Ich präsentiere euch jetzt nur das Live da jetzt. Ja. Ich habe schon einmal gesagt, ich bin nicht der Regisseur, der, wie soll ich sagen, Videos schneidet. Ja. Ja. Finde einen K-Pop. Oh. Das ist schon mal leiwand. Finde einen K-Pop. Naja. Das heißt, warte mal. Am Hangar müssen die auch noch stehen einmal. Wie gesagt, das ist. Ich bin mir wirklich ein Video so sachlich wie möglich zu machen. Ja. Hinterhof im Studio. Okay. Noch besser. Du musst es erst einmal suchen. Wahnsinn. Okay, wo steht der Stein? Oh Gott, muss da gleich die Leute ausschießen. Was? Okay. Ja, die sind schon wieder geschmeidiger, die Mission.
Die Mission ist schon wieder geschmeidig. Ach, steig ein. Das ist schon wieder geschmeidig. Die Mission. Alter, musst Autos holen. Scheiß mir, Alter. Okay. Okay, das ist was gescheiter, wenn du da zu zweit spielst, glaube ich. Da stehen anscheinend in Gebäude drinnen. Ja, so ist es. Für was brauchst du einen Carpop? Da geht nicht auf, oder wie? Okay. Alles klar. Das war jetzt nicht die sauberste Lösung, aber ich habe ihn. Okay, so ähnlich wird es gemacht. Ich wusste es irgendwie, dass es kommen wird. Braucht schon ganz schön mit Kabel. Schäflockig bleiben. Vielleicht ein Parkplatz.
Okay. Mal schauen, ob ich das. Okay. Ja, was ist das? Da ist ein Deppert am Auto da. Ah, da musst du ihn herbringen. Okay. Na ja, einen haben wir angeliefert. Mal schauen, ob er noch überhaupt startet. Ja, wie gesagt, da ist gescheiter, da spielst du zu zweit. Da gibt es sogar eine Reserve im Kapo, ich schätze mich an. Musik ist geil. Okay. Mm-hmm.
Okay, kann man nur schauen. C. Auch schon wieder so da. Tor C. Okay, das ist also wieder so deppert. Jetzt Tor an oder auf. Ja, da bist du aber wesentlich schneller als Forst. Also das fliegst. Der einzige Nachteil ist halt dann, dass du dann Cap abholen musst. Das war der, der ist. Da war es aber ganz schön, aber bist du deppert? Übermacht SCI. Ich steig einmal. Erstes Fahrzeug. Ihr macht SC Supersportwagen. Aber auch nicht. Okay, da muss genau ein Punkt sein. So, C haben wir gesagt, das ist ein deppertes Tor wieder. Also schauen wir auf D. Mal steht das Auto wieder.
Ah, schon wieder so deppert zu tun, oder wie? Okay.
Das kann jetzt auch vorwärts pushen. Das ist Maßarbeit. Das ist jetzt wirklich Maßarbeit. Wow! Ja, das ist jetzt, das war wirklich geschmeidig. Ihr müsst euch leider so deppert hinstellen. Jetzt habt ihr die Bäume und das K-Pop oder was das da ist. Da habt ihr mir nicht viel Platz. Das ist Maßarbeit. Das ist Maßarbeit. Nicht mehr schlecht, ne, dann. Da ist irgendwas schon der Bauplatz. But not least. Ich bin ein Naturtalent. Danke, Simon. Endlich schätzt er meine Arbeit. Wir brauchen da eh schon eine Anzahl.
Puh. Ich glaube, das ist auch Maßarbeit. Wie seht, könntest du es alleine auch machen auf normal. Ich bin jetzt so der Carbob-Typ. Der Carbob. Solange kein Zeitaufwand zum Rennen bin ich eh nicht nervös. Aber bei dem Zeitpunkt war ein Zeitaufwand zum Rennen. Werde ein bisschen leicht für dich nervös. Das dauert zwar ein bisschen länger, alleine, aber wie ihr seht, könntest du es ohne weiteres auch alleine spielen. Dauert halt ein bisschen länger. Und jetzt schauen wir gleich, wie viel Kohle das wir kriegen. Wenn wir es auch denken, ist es eigentlich gut. Guck, das kannst du so ohne weiteres allein spielen. Hier geht's zu zwei. Oh! Nein, schnell. Scheiße! Ja, warte, das haben wir gleich. Ein Zielfahrzeug wurde zerstört, okay. Öfter und... naja. Macht da nichts. Gut, sind wir bald da. Und heute. Wie gesagt, das war das Carbob. Sind wir bald da. Ich teste das jetzt nur mit euch, dass ihr wisst, um was es überhaupt geht. Stiehl die Fahrzeuge. Na gut. Los. Nur zwei. Hier schießt er. Aber so wie. Wait, Trump! Get the fuck out of here!